Hi, herzlich willkommen zurück im Bike24 Workshop, der Videoserie, in der wir dir zeigen wollen, wie du zu Hause dein Rad selbst reparieren kannst. Dann legen wir hier weiter los. Für Umwerfer und Schaltwerk brauchen wir einen 5mm Inbus. Du baust jetzt einfach von der Mitte nach hinten ab eigentlich, oder? Genau. Erst die Kurbel raus. Das kann man hier, ich sehe hier noch das Tretlager, aber das Tretlager tauschen wir sowieso noch aus. Genau, das baue ich zum Schluss aus, da dort gegebenenfalls etwas Gewalt benötigt wird. Wenn wir es halt ausschlagen müssen, möchte ich halt so wenig Teile dran haben wie möglich. Mhm. So, das war jetzt der Umwerfer. Jetzt geht's ans Schaltwerk hinten ran. Das ist ja jetzt einfach nur eine einzige Schraube, oder? Ja, normalerweise soll die etwas fester sein. Die war jetzt schon etwas lose gerattelt. Das ist normal, wenn man halt fährt. Deswegen soll man immer wieder die Schrauben kontrollieren, dass alle fest sind. Wirkt sich wahrscheinlich auch negativ auf die Schaltperformance aus, oder? Wenn ich eine lockere Schraube dann habe, wenn das Schaltwerk viel zu viel Spiel dadurch hat, schaltet es schlechter. Ja, das und die Position des Schaltwerks verändert sich. Deswegen hat es halt auch dann einen Einfluss darauf. Man wundert sich, man hat es eingestellt, aber trotzdem wandert auf einmal die Schaltung. Mhm. Genau, jetzt kommen Umwerfer und Schaltwerk dran. Das Schaltwerk wird mit 10 Newtonmetern dann fixiert. Man muss sich nur sicher sein, dass man es gerade hereinschraubt. Da muss doch auch immer so zwei Nasen müssen doch auch immer so aufeinander liegen, oder? Zwischen am Schaltauge und Schaltwerk an der Schraube? Da haben wir halt diesen Schaltwerksausleger in dem Fall. Dort sieht man das halt von innen, dass halt die untere Nase an dem Schaltauge anliegen muss. Ja. Wenn das halt nicht der Fall ist, dann passt es im Allgemeinen schon gar nicht dahin. Und jetzt kommen wir zum Umwerfer. Umwerfer anschrauben. Da kommen wir zu dem kleinen Trick mit dieser roten Platte. Die muss halt genau auf der Zahnhöhe sein, dass da der weiße Streifen dazwischen ist. Also das ist dann fürs Ausrichten sozusagen wichtig? Genau, dass die Höhe richtig ist. Ah ja. Und jetzt kann ich hier in der Höhe schauen, also dass die rote, jetzt hier sind weiße Zähne dran. Ah ja. Und der weiße Streifen muss wo genau sitzen? Knapp über den Zähnen. Genau, da sind auch die Zähne mit drauf abgebildet, dass die sich decken. Okay, das kann ich anschrauben. Wie viel Drehmoment muss ich auf diese Schraube geben? Auch die 10 Newtonmeter, die sind schon voreingestellt jetzt. Zack. Genau. Fertig. So. So, Florian, Kurbel ist dran, Umwerfer und Schaltwerk sind montiert. Jetzt kann ich aber den Aufkleber abziehen, oder? Noch nicht, da er noch nicht eingestellt ist, die Höhe stimmt jetzt soweit. Gegebenenfalls müssen wir die Ausrichtung entsprechend der Längsachse des Fahrrads noch ausrichten. Und wenn wir da halt die Schraube lösen, kann es passieren, dass er die Höhe verliert. Damit wir es dort weiterhin einfach haben, würde ich ihn jetzt einfach dran lassen. Okay, aber du hast schon eine Kette in der Hand, jetzt kommt die Kette erstmal drauf. Genau. Okay. Bei der Kette gibt es häufig eine Laufrichtung zu beachten. Bei Shimano ist es daran erkenntlich, dass die Schriftzüge nach außen sind und auf der Innenseite sind keine Schriftzüge. Manchmal sind doch sogar auch Pfeile auf der Kette, oder? Die sind normalerweise auf dem Kettenschloss drauf. Muss man da halt auch entsprechend die Laufrichtung beachten. Worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich eine Kette kaufen will? Dass sie in erster Linie lang genug ist. Es bringt halt leider wenig, eine ultra kurze Kette zu kaufen, die besonders leicht ist, nur um festzustellen, dass die Kette halt zwei Glieder zu kurz ist. Aber woher weiß ich, welche Kette wie lang, wann lang genug ist? Für einige Hersteller gibt es Angaben vom Kettenhersteller. Bei entsprechender Übersetzung muss so und so und Kettenstrebenlänge spielt halt auch eine Rolle. Da muss man halt schauen, welche Länge dann passt. Normalerweise fährt man halt mit einer 118-gliedrigen Kette ganz gut. Die hier ist beispielsweise ein klitzekleines bisschen zu lang. Da hätte man auch gleich eine kürzere wählen können. Aber man will halt einfach auf sicherer Seite sein. Wir müssen auf jeden Fall ein Glied herausnehmen. Also du bestimmst jetzt die Kettenlinie, die Kettenlänge. Genau. Man möchte halt im Endeffekt den entweder in klein-klein schalten, ja, so wie es jetzt hier ist, dass man halt die maximale Kettenlänge halt schauen kann, die dort passt. Oder aber wäre die maximale Kettenlänge nicht bei groß und groß eigentlich? Nein, man hat jetzt hier das Schaltwerk, das halt entsprechend die Kette spannt. Ja. Wenn die Kette ein klein wenig zu lang ist, was jetzt hier in dem Fall so wäre, spannt die hier nichts. Nicht genug. Wenn ich das jetzt um ein Glied kürze, sehe ich, dass es minimal gespannt ist. Das heißt also, du bestimmst die Kettenlänge jetzt, indem du das durchs Schaltwerk fädelst und dann auf das kleine Kettenblatt legst, auf das kleinste Ritzel legst und anschließend schaust, dass du eine minimale Spannung hast in der Kette.
wenn du die zusammenführst. Im gewissen Maße kann man dann auch die Kettenspannung über die Umschlägung einstellen. Das ist halt die Rotation des Schaltwerks, in dem Fall um diesen Punkt hier. Da sieht man ja, was dann auf einmal passiert. Mhm. Aber ich möchte halt im Endeffekt auch einen Spalt zwischen Kette und Schaltwerk selber haben, weil wenn hier das aufreitet, dann gibt es Geräusche und es reibt. Das möchte man halt vermeiden. Mit einer etwas kürzeren Kette wandert automatisch der untere Kettentrumm weiter weg. Das muss man halt dann so beachten. Deswegen gibt es auch noch die andere Möglichkeit, das auf groß-groß zu checken. Problem ist, wir haben die Schaltung hier vorne noch nicht eingestellt. Bedeutet, wir können jetzt nicht auf groß schalten. Wir kommen da einfach gar nicht lang. Genau. Bei SRAM heißt es auf jeden Fall groß-groß. Ablenken nach Herstellerangabe. Da muss man halt auch noch schauen, ob das ein vollgefederter Rahmen ist oder ein Hardtail. Da muss man halt entsprechend die Glieder noch dazu addieren. Dann magst du mir mal schnell den Kettennieter geben? Ja. Wenn ich mich doch mal vermessen habe, kürzen, also man, ne, kürzer geht immer, aber wenn ich jetzt zu viel gekürzt habe, kann ich nicht wieder reinnieten, oder? Das funktioniert dann nicht. Nicht so direkt. Man könnte halt ein zweites Kettenschloss einbauen. Wirklich schön ist die Lösung nicht, aber würde halt funktionieren. Ist auch günstiger, anstatt sich jetzt eine neue Kette für 30 Euro zu kaufen. Kettenschloss 5 Euro vielleicht sowas und dann entsprechend hat man halt zwei Kettenschlösser. Ich habe ja hier so eine Kette, das habe ich schon mal gelernt, besteht immer aus Innen- und Außengliedern, Laschen. Genau. Und du hast jetzt aber so abgelenkt, dass hier zweimal eine Innenlasche ist. Richtig, weil wir haben einen Quicklink, also halt so ein Kettenschloss. Das dient halt als Außenlasche. Wenn man einen neuen Pin einsetzen kann, wie bei den älteren Shimano-Ketten, dann braucht man halt eine Innenlasche und eine Außenlasche. Mhm. So, jetzt haben wir hier. Also ich muss da noch darauf achten, dass ich auf jeden Fall so ablenke, dass ich zwei Innenglieder übrig habe, damit ich das Kettenschloss als Außenglied dazwischen setzen kann. Genau. Okay. Jetzt haben wir hier entsprechend unser Kettenschloss. Da ist auch ein Pfeil drauf. Der soll im oberen Zugtrumm nach vorne zeigen. Bedeutet im unteren Kettentrumm, dem Leertrumm, nach hinten zeigen. Andere Seite entsprechend eingesetzt. Jetzt sieht man, Kette scheint noch ein klein wenig zu lang. Wenn ich jetzt hier diese Schraube betätigen würde, ziehe ich das Schaltwerk ein klein wenig nach hinten und gebe dadurch Spannung drauf. Jetzt haben wir, das heißt, der Kettenschloss. Das Schloss ist aber noch offen, wir müssen es jetzt schließen. Genau. Wie machst du das? Ich sorge dafür, dass die Kette entweder im Zug drum ist, also oben, und kann dann jetzt die Kurbel betätigen und das Hinterrad festhalten. Ja. Oder aber man nimmt halt eine Kettenschlosszange, die eine Schließfunktion hat. Da ich ganz einfach diese Funktion hier mag, geht so rein. So. Das heißt also, du drückst eigentlich nur die Kurbel nach oben und genau. Hältst das Hinterrad fest, damit sie nach vorne einfach geht. Dann checken, ob es vernünftig sitzt, weil nichts ist unangenehmer als ein nicht korrekt sitzendes Kettenschloss, da es halt die Kette nicht verschließt. Jetzt können wir die Umschlägung einstellen. Gehen wir jetzt schon an die Einstellung der Schaltung ran? Zum Teil. Wir wollen jetzt erstmal nur schauen, ob die Kette entsprechend ausreichend auf Spannung kommt. Das ist jetzt hier der Fall. Was wir aber auch gleichzeitig überprüfen wollen, ist, ob die noch nah genug dran steht. Da wollen wir halt einfach schauen, dass es im vorletzten Gang einen Spalt zwischen 6 und 8 mm hat. Das hat es. Entsprechend passt das soweit. So, jetzt sorgen wir dafür, dass wir die Einstellung endlich machen können. Dafür brauchen wir diese schöne Außenzughülle. Die ist etwas flexibler. Ich muss auch darauf achten, ich habe zwei Enden. Das silberne muss ins Schaltwerk. Weil ich ja bei den Rennradschaltwerken nur über diese Einstellschraube hinten nochmal die Zugspannung einstellen kann und damit eben das Schaltwerk einstelle. Genau, deswegen muss die halt hier hin. Und okay. Jetzt können wir halt hier auch schon so weit einstellen. Umwerfer können wir erstmal so lassen, der ist jetzt nicht so relevant, der wird kurze Zeit ein bisschen rattern. Man muss halt dann gleich beim Einstellen von dem Schaltwerk differenzieren können, was rattert jetzt. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so wild. Für die Einstellung brauchen wir jetzt einen 2 mm und einen 4 mm Inbus. Mit dem 2 mm können wir die oberen und unteren Anschläge entsprechend einstellen. Wir müssen jetzt den oberen, also den schweren Gang zuerst einstellen. Anschläge einstellen bedeutet, dass das Schaltwerk nicht über einen bestimmten Punkt hinausschwenken kann, nach oben oder unten. Genau, man kann es halt hier wundervoll sehen. Wenn ich die Schraube halt jetzt drehe, bewegt sich das Schaltwerk ein klein wenig. Ja. Jetzt drehe ich die Schraube rein und entsprechend wandert das Schaltwerk weiter nach innen. Mhm. Bedeutet, ich bin jetzt im oberen Anschlag so, dass ich das Schaltwerk tatsächlich bedienen kann. Man kann halt entsprechend damit auch Gänge sperren. Man hat jetzt hier ein Ritzel ungenutzt, das wollen wir aber natürlich nutzen, deswegen muss der Anschlag noch ein klein wenig geöffnet werden. Ich habe zwei Schrauben.
Erkenne ich, habe ich irgendeine Möglichkeit zu erkennen, ob ich den oberen oder den unteren Anschlag einstelle? Ja, es steht drauf, H und L, High und Low. Deswegen, also High Gear und Low Gear wahrscheinlich? Genau, deswegen oberer Anschlag für den High Gear und unterer Anschlag für den Low Gear. Okay. Da ich jetzt hier den Bauanzug einhängen möchte, muss ich mir auch noch sicher sein, dass am Schaltgriff der schnellste Gang eingelegt ist. Da kann ich halt einmal schalten, so, da weiß ich, okay, halt genommen und ist entsprechend auch runtergerutscht. Und jetzt kann ich hier ganz sachte etwas Spannung drauf geben auf den Bauanzug und die Sache fixieren. Da ist so eine Schraube, da führst du den Zug drunter und dann klemmst du es eigentlich noch fest, ne? Genau. Die Schraube wird auch drehmomentiert mit 6 Newtonmetern. Und dann kann ich jetzt hier schon schauen, ob sie Gänge annimmt. Ich habe geschalten und es fängt nur an zu rattern. Bedeutet, ich habe noch nicht ausreichend Spannung drauf. Ich muss mehr Spannung drauf geben. Dafür kann ich halt hier die Schraube entsprechend herausdrehen. Da kann ich halt jetzt schauen, okay, nimmt den Gang an, nimmt auch zurück, nimmt an. Aber ich höre halt so ein leichtes Rattern. Wenn ich jetzt den Schaltgriff hier ganz sachte betätige, merke ich, okay, es wird weniger. Also weiß ich, ich muss die Spannung erhöhen. Da hat man hier so kleine Stufen drin. Man kann halt entweder eine Viertelumdrehung gehen, halbe Umdrehung. Die Stufen sind jeweils in einer Achtelumdrehung. Ah, da hat es sogar einen Gang übersprungen. Jetzt setze ich dazu. Wenn man feststellt, okay, die Züge setzen sich, dann kann man das halt absichtlich noch mit unterstützen, indem man das Schaltwerk einmal fixiert. Ein paar Gänge durchschaltet, setzt und jetzt sieht man, okay, der Zug hat sich deutlich gesetzt, es nimmt nichts mehr an. Also muss ich das alles nochmal von vorne machen. Warum jetzt genau? Weil die Endkappen sich ein ganz klitzekleines bisschen verformen. Hier unten die Umführung, die wird nochmal in ihre Position gezogen und alles. Hier genau das gleiche Spielchen, alles nochmal. Es zieht sich halt einfach nochmal, manchmal sind die Bauanzüge nicht endgelenkt, bedeutet, die setzen sich auch nochmal. Mhm. Und dann kann es halt passieren, dass auf einmal der Bauanzug einen Millimeter länger ist. Und dann stimmt die Spannung nicht mehr. Und dann stimmt die Spannung nicht mehr. Also was machst du jetzt? Du machst nochmal den Zug neu einfädeln? Genau, weil ich habe jetzt hier schon relativ viel Spannung rausgegeben. Jetzt schraube ich diese Schraube entsprechend komplett herein und drehe die dann jetzt 2 Umdrehungen heraus, dass ich entsprechend in beide Richtungen gehen kann. Gleiches Spiel wie vorhin. Die Einstellung ging jetzt sehr schnell voranstatten. Das war halt wirklich nur noch die Zugspannung einstellen. Die ist jetzt korrekt eingestellt. Jetzt kann ich hier den Bauanzug kürzen, dann hängt er uns nicht mehr unnütz herum. Ich lasse halt immer so 2 Finger breit und kürze dann entsprechend an der Stelle, dass man halt entsprechend noch im Nachhinein nachziehen kann, ohne dass man halt ein ganz kurzes Ende in der Hand hat. Wichtig ist auch, dass eine Endkappe aufgesetzt wird, dass das Verletzungsrisiko halt minimiert wird. Diese muss dann noch gequetscht werden und dann ist es soweit fertig. Und jetzt können wir uns endlich an den Umwerfer heranwagen. Kann ich jetzt den Aufkleber abmachen? Wenn ich ihn gleich eingestellt habe. Genau, dafür brauchen wir wieder 2 und 4 mm Inbus, gegebenenfalls noch den 5 mm Inbus. Hier gibt es ein klein wenig was zu beachten. Der Umwerfer muss in erster Linie erstmal ein klein wenig nach innen zeigen, damit wir den später mit einer Stützschraube herausdrehen können. Ich möchte halt, dass im Endeffekt das innere Leitblech hier parallel zum inneren Kettenblatt steht. Den Punkt möchte ich halt erreichen. Dann müsste die Schraube halt wieder fixiert werden mit 10 Newtonmetern. Dort versteckt sich hier drinnen eine Schraube. Wenn man die halt hereindreht, stützt sie sich am Rahmen ab und bewegt den Umwerfer ganz minimal. Diesen Punkt möchte ich halt nur genau so haben, dass es ganz sachte das äußere Leitblech nach außen zeigt, aber das innere noch nach Möglichkeit nach parallel steht. Mhm. Der Punkt ist jetzt erreicht. Jetzt muss ich in den leichtesten Gang schalten, damit ich den unteren Anschlag vom Umwerfer einstellen kann. Das heißt ja auch, ich muss immer erst das Schaltwerk einstellen und dann den Umwerfer. Genau, anders weil ansonsten funktioniert die Schaltung hinten nicht so sonderlich gut. Deswegen macht es sich halt auf jeden Fall gut, hinten anzufangen. Jetzt kann ich den unteren Anschlag entsprechend rausdrehen, dass ich hier einen ganz kleinen Spalt zwischen Leitblech und Kette erreiche. Also du schaust jetzt, dass das Innere des Leitblechs
nicht ganz an der Kette dran ist, aber so nah wie möglich, ohne genau, dass weil es anschlägt. Wenn es zu weit weg steht, läuft man Gefahr, dass die Kette herunterfällt. Wenn es zu nah dran steht, dann hat man halt Geräuschkulisse und gegebenenfalls immer eine springende Kette, weil sie schon ans Kettenblatt herangedrückt wird. Jetzt benötige ich den 4 mm Imbus. Wieder sich sicher sein, dass der Baumzug in der entspanntesten Position ist. Das ist er hier. Den kräftig ziehen. Der braucht tatsächlich ein bisschen mehr Spannung. Ich nehme mal noch, diese Schraube wird drehmomentiert. Ja, da ich die aber noch mindestens einmal lösen werde, mache ich dies jetzt noch nicht. Deswegen zeige ich jetzt hier den Trick, wie man den Zug in diesem Fall am einfachsten vordehnt. Man greift halt einmal so ums Sitzrohr herum und den Umwerfer fixiert man halt mit dem Daumen. Kräftig ziehen, dass er sich nicht bewegt. Und er war eben hier gespannt. Da sieht man, da hat sich einfach wirklich eine ganze Menge rausgezogen. Da ich weiß, dass ich im Allgemeinen noch ein bisschen mehr Spannung drauf geben muss, ich aber diese Einstellschraube nach Möglichkeit nicht verwenden möchte, da die halt für die Nachjustage da ist, drehe ich jetzt den Umwerfer absichtlich eine Umdrehung rein, ziehe alles straff und löse jetzt die Schraube hier wieder eine Umdrehung. Und kann jetzt halt schauen, wie viel Zugspannung ich drauf habe. Man sieht, ich habe diese Trimstufe dazwischen und es gibt hier so eine Markierung. Sobald er sich bewegt, soll diese Markierung in der Trimstufe fluchten. Jetzt sehe ich, ah okay, das haut noch nicht hin. Dadurch muss ich jetzt noch Spannung drauf geben, dass er hier fluchtet. Umwerfer einstellen ist jetzt schon geschafft. Du hast es jetzt ausgerichtet, der Zug ist dran, sind wir da schon fertig? Noch nicht ganz. Es muss noch der obere Anschlag tatsächlich kontrolliert werden. Das macht man hier im schnellsten Ritzel. Mhm. Und dann ist es gleich soweit, dann darfst du endlich... Und dann muss der Aufkleber noch ab. Richtig, dann darfst du endlich den Aufkleber abmachen, sobald alles hier gemacht wurde. Genau, man hört jetzt hier so ein leichtes Rattern. Das muss noch beseitigt werden. Ich persönlich versuche das optisch zu lösen. Ich schaue halt von vorne, dass ich einen ganz kleinen Spalt wieder zwischen Kette und äußerem Leitblech habe. Das ist jetzt hier der Fall. Das restliche Rattern ist jetzt halt einfach nur die Kette, die sich noch ein klein wenig einlaufen muss. Genau, und da haben wir ein kleines anderes Problemchen. Unser Kurbelarm stößt an den Umwerfer. Bedeutet, wir müssen diese leichte Schraube ganz minimal wieder hereinsetzen, dass er hereinwandert. Jetzt kommt hier diese schöne Sache noch wieder. Muss man einmal hindurchfädeln. Draufsetzen, den Umwerfer leicht nach außen drücken und das Ganze unten drunter drücken, dass es einen schönen Bogen macht. Hier wieder das Gleiche. Man kann zwei Finger breit abschneiden, gegebenenfalls sogar kürzer, da man halt normalerweise selten heran muss. Und man hat halt dann weniger Probleme, dass es am Fuß reibt. Deswegen würde ich ihn klein wenig kürzer lassen. Jetzt brauchen wir noch eine Endkappe und die Parallelzange zum Verpressen. Magst du die mir bitte geben? Gut, danke sehr. So, ist fest. Und jetzt darfst du endlich den Aufkleber abnehmen. Ja. Wundervoll. Genau. Und jetzt kommen wir zu der letzten Tätigkeit, die Pedale anschrauben. Man muss aber halt eine Kleinigkeit beachten. Es gibt eine linke und eine rechte Pedale. In diesem Fall steht es explizit drauf, rechts und links. Wenn es nicht drauf steht, sind die entweder markiert mit einer Riffelung hier in diesem Bereich oder halt entsprechend dort, wo der Imbus jetzt sitzt. Das ist immer die linke Pedale, die markiert ist. Die rechte Pedale ist normalerweise ohne Markierung. Wie man das am einfachsten einfädelt, ein klein wenig Anti-Size oder halt Montagepaste aufs Gewinde. Es muss nicht viel sein. Und dann kann man das entsprechend die rechte Seite, den rechten Kurbelarm einsetzen und rückwärts kurbeln, bis es nicht mehr geht. Dann weiß man, okay, gleich muss nur noch das Drehmoment drauf und links genau das gleiche. Einfach einsetzen und rückwärts kurbeln. Entweder man macht es mit einem Pedalschlüssel oder halt mit einem 6 mm Imbus in dem Fall, dass man es halt festhält und wieder kurbelt. Hier muss ich nach oben ziehen oder aber ich gehe wieder in die hintere Position und drücke es halt herunter. Fest.
und hier jetzt genau das gleiche. Ich kann mir theoretisch auch merken, ich muss jede Pedalseite immer in Fahrtrichtung festziehen. Ist das richtig? Festziehen. Genau. So, das ist es jetzt soweit. Okay, der Antrieb ist getauscht. Wir haben ein neues Schaltwerk montiert, die Kurbel ist neu, Umwerfer und Kette ebenfalls ganz frisch aus der Box. Jetzt können wir doch eigentlich losrollen, oder? Fast, denn es fehlen jetzt nur noch die neuen Kontaktpunkte. Sattel, Lenker und Lenkerband müssen noch neu, damit wir halt bequem fahren können. Okay, aber das machen wir in dem nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Flo, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht bei uns im Bike24 Workshop. Ich habe wieder ganz viele Dinge gelernt. Viel Spaß beim selber Schrauben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.